Hallo, ich bin die Bez. Ich komme aus Bezirk Bruckmoor, bin 28, suche auf diesem Weg meinen Traumpartner, hoffen wir's. Er soll Humor haben und einfach Spaß haben. Bets Traumpartner, was heißt das? Das heißt für mich einfach endlich einmal, wenn wir die Zukunft haben, dass man was aufbauen kann. Waren die Erfahrungen, die sie bis jetzt gehabt haben, nicht so? Sind die Männer nicht so gewesen, dass man da was aufbauen kann? Nein. Wie waren eindeutig die? Eindeutig nicht. Jo, zu detailliert gehen wir nicht rein. Ein bisschen fange ich an. Ja, es hat einfach, man hat halt auch viel mitgemacht. Also ich sage einmal so, ein Alkoholiker, sage ich gleich, brauche ich nicht, dass ein paar Bier getrunken werden, das ist logisch bei den Männern. Und ja, er soll einfach mit beiden Beinen im Leben stehen, ja. Und ja, da habe ich einfach zu viel mitgemacht, sagen wir so. Das heißt, also bodenständig sein. Alkoholiker, wo beginnt das sozusagen? Oder wie haben Sie das erlebt? Wie ich das erlebt habe, ja. Der ist mir zu oft abpasst. Ja, Alkoholiker halt nicht. Das heißt, wenn er was drum hat, ist er fortgegangen, oder? Ja, genau, ohne was zum Sagen. Er hat gesagt, zum Beispiel, fahr dort und da hin. Und ist dann auf der Bordock nicht heimgekommen. Ohne Bescheid zu geben oder so. Und ja. Solche Sachen waren das einfach. Wie lange waren Sie mit dem? 7 Jahre. 7 Jahre. Das heißt, 7 Jahre warten wir und 7 Jahre versucht man auch, den Menschen zu ändern? Ja, ich bin ein sozialer Mensch. Bei mir stirbt die Hoffnung immer zuletzt. Und ich bin eine Kämpferfrau. Das war ich schon immer. Und ja. Das heißt, Sie sind jemand, der sich wirklich um andere Leute auch annimmt. Ja. Ist man, wenn man so veranlagt ist, kommt man dann auf viele Leute, die das nützen oder ausnützen sogar? Ja. Das merkt man dann. Gewisse schätzen das nicht. Ja, und ich bin halt ein Familienmensch und für meinen Partner gebe ich einfach das letzte Hemd, egal was ist, egal was kostet. Und sowieso, Entschuldige, für meine engsten Freunde auch. Große Liebe, glauben Sie an die große Liebe noch? Es gibt sicher. Aber schwierig, sagen wir so, der heutigen Zeit. Warum? Weil jeder eigentlich, weil wir eine Wegwerfgesellschaft haben. Es kämpft keiner mehr. Und bei jedem kleinsten Problem, tschuck, weg. Das heißt, für die große Liebe muss man auch was tun. Ja, sicher. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und wer das Kleine nicht ehrt, ist auch das Große nicht wert. Das ist meine Mutter. Vom Aussehen her, gibt es irgendwie Typen, muss ich sagen, das ist das, was mir gefällt? Nein, es ist nicht mehr das Wichtigste für mich. Es ist schon gepflegt zu immer sein, das ist es auch bei mir. Und wie soll ich jetzt sagen, es kommt auf den Charakter drauf an. Gibt es irgendeinen Schauspieler, muss ich sagen, der schaut so aus, dass sie die Männer ungefähr orientieren können? Ich bin nicht wählerisch, von dem her jetzt so. Also bei mir wäre charakterisch, zusagt. Dann, und das funkt, dann ist es okay. Nur ich brauche halt mehr Zeit. Vom Alter? Sag ich mal bis, ja, mein Jung, ja, sagen wir 23, so in der Ding, das geht noch, bis 40, 41. Das ist aber dann schon, wo ich sage dann okay. Sind Sie eifersüchtig? Jein. Also wenn man mir Gründe gibt, ja. Logisch. Aber wenn man mir keine Gründe gibt, natürlich ist auch eine gesunde Eifersucht dazu im Leben.
Aber ein Krankhafter, das will ich nie mehr haben. Das haben Sie auch erlebt? Ich habe alles erlebt, ja. Von Handgreiflichkeiten, Bescheißen, alles. Ja. Eine krankhafte Eifersucht, wie hat sich das geäußert? Naja, sag ich eben, mit der 7-jährigen Beziehung, da bin ich. Der ist angeschabiert mit meinem Auto. Und ich hab nicht gewusst, wohin. Natürlich bist du ins Suchen gefahren. Weil ich ihn schon in- und auswendig gekannt hab, gell? Und ja, solche Sachen einfach. Oder wenn man die, wenn's dir am Arm fast eine Krante erwischt beim Bescheißen, denkst du anders. Das heißt, sie haben dann, sie sind sehr eifersüchtig gewesen und haben. Gewesen. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, wenn man mir Gründe gibt, gräbere Down hat, bin ich eifersüchtiger. Susanne in der Badewanne strahlt so wunderschön. An Susanne in der Badewanne ist kaum Schaum zu sehen. Für Susanne in der Badewanne geh ich meilenweit. Da bin ich jederzeit für eine Dummheit bereit, sofort bereit. Was ist denn das, was Sie gar nicht wollen, wenn man einer zuschaut und sie sagt, er braucht sie gar nicht mögen? Arrogant einfach. Respektlosigkeit mag ich auch nicht. Und einfach ein Egoist. Das brauche ich nicht. Nein. Weil wenn mich die einmal endlich was haben, was ziemlich ein bisschen gleich tickt wie ich, sagen wir so. Also es ist nicht mehr so, dass man sagt, das genaue Gegenteil zieht einen an. Das ist ja oft. So, natürlich passiert es dann immer noch, dass ich weiß nicht, was ich da habe. Keine Ahnung. Schon stehe auf Schwierigkeiten, ich weiß es nicht. Na Spaß. Aber ich weiß es nicht, was da los ist. Das heißt, war früher der Bad Boy eher interessanter, sagen wir so. Früher. Natürlich. Da muss man ja cool sein, wie schon gesagt. Und mein Auto hat, naja, umso besser. Und dann Wuffer drinnen und dann geht's schon. Wir sind schon die Coolen. Ja, aber das will ich nicht mehr. Wie wichtig sind Ihnen die Tiere, die man da überall spürt? Ja. Und dann Tiere sind mir ganz wichtig. Also ich will keinen Menschen an meiner Seite haben, der was kein Tier mag. Also es ist mir wirklich wichtig. Wie wichtig ist Ihnen Erotik? Sehr wichtig. Also ja. Jemand, der sozusagen überhaupt keine Lust hat mehr auf Sex, braucht sich auch nicht reden. Nein, weil dann sind wir schon halber im Kopf. Entschuldige. Nein, ist wirklich so, ja. Nein, das gehört dazu und das unbedingt, ja. Sind Sie romantisch? Ja, ich habe schon romantische Art auch, ja. Was ist Romantik für Sie? Was ich jeden Tag tue, ist auf die Nacht. Das ist für mich pure Romantik. Auf das freue ich mich sowieso jetzt in der Zeit, im Winter halt, was es dann ist. Ein Bad, ein Schaumbad mit Kerzenschein. Das mag ich. Sind Sie selber treu? Ja, bin ich, zu 1000%. Das heißt, Sie sind nie einmal fremdgegangen nein, in den anderen Beziehungen? Das wäre ja nie, weil ich weiß, auch in den 7 Jahren bin ich nur beschissen worden, glaube ich, und ich habe es aber nie zurückgezogen. Nein. Weil ich mich auf das Niveau nicht runterlasse, weil das für mich Kindergarten ist. Also, nein, jetzt habe ich einen Blödsinn geredet. Jetzt habe ich einen totalen Schwachsinn geredet. Und zwar, da war ich jung und dumm. Wie ich erfahren habe, dass meine damalige, ja, erste, zweite große Liebe, kann man sagen, wo man wirklich verschossen ist, dass eben, ja, dass ich da gesagt habe, bescheißt mich einmal wer, bescheiße ich doppelt und dreifach zurück. Und ja, stimmt, einmal war es. Wo stimmt. Und das hat man dann bereut. Oh, das ja. Hat sich nicht ausgezahlt, sozusagen. Nein, da war ich wirklich, ich war 14, gell, und sag ja, jung und dumm, da ist man wirklich noch dumm gewesen, da haben wir noch nicht viel Gehirnzellen, was arbeiten wir. Ja, das habe ich schon bereut. Und Juri, von dem her würde ich das nicht tun, weil ich weiß, was das für ein Gefühl ist, und das ist das Schlimmste für mich, wenn man wen verletzt. Weil das sind Gefühle, das kann man nie mehr gut machen. Liebe ist für mich Romantik pur und Geborgenheit. Treue ist für mich das A und O in einer Beziehung. Ich möchte von einem Mann nicht belogen, betrogen werden. Der ideale Mann ist für mich, der mich liebt und schätzt, so wie ich bin. Also, wenn ich dir pass, wenn ich dir zusag,
es sollen halt schon mehrere Sachen passen, nicht nur eins, gell? Und ja, dann würde es mich freuen, wenn es die Mütze bei mir. Wir werden sicher genug Spaß haben miteinander, das kann ich dir garantieren. Die wird nie fahrt mit mir. Und ich freue mich. Also, mit dir.